So, ich bin drauf, ja? Gut, sehr schön. So, hallo, schönen guten Morgen. Ich bin Bruder Nathanael. Ich bin, wie ihr sehen könnt, ich bin kein Jedi-Ritter. Ich werde tatsächlich ab und zu mal angesprochen, wenn ich so in meiner Kutte unterwegs bin. Ja, erst heute Morgen wieder im Zug hat mich eine junge Dame gefragt, ob ich zum Live-Roleplay gehe. Ja. Ich habe mir schon gedacht, rein so aus Gag, ja, besorge ich mir mal so einen Knauf und so ein Laserschwert, um das hier so mit dran zu hängen. Also ich bin kein Jedi-Ritter, sondern ich bin Franziskaner. Warum bin ich hier? Wir Franziskaner, wir haben vor kurzem unsere Webseite franziskaner.de umgestellt von Typo 3 auf WordPress. Wir haben das gemacht mit zwei Ladies hier aus eurer Community, mit der Elisabeth Hölzel und der Kirsten Schelper aus München. Und die hatten so ein Tool da eingebaut, wo man direkt von der Webseite so was in Google und Facebook und Twitter und sowas rüberschieben kann. Jetzt haben wir kein Twitter. Ja, okay, Schande. Deshalb habe ich die Elisabeth gebeten, ob sie das nicht einfach mal ausprobieren kann, ob das überhaupt funktioniert, dieses Tool. Sie hat es dann gemacht und hat gepostet, hier Franziskaner jetzt, neue Webseite, der Stefan hat es gesehen und hat sich bei mir gemeldet. Also das ist ganz grob so die Geschichte, warum ich hier bin, naja, oder eher die Geschichte, wie es dazu kam, dass ich hier bin. Warum ich hier bin, ist eine andere Geschichte. Ich möchte mit euch gerne heute ein bisschen über den Tellerrand rausschauen. Das heißt einfach so unsere Situation, unsere Gesellschaft ein bisschen im Blick nehmen. Ich werde es auch für diejenigen, die das erwarten, natürlich Jesus Christus erwähnen. Ja, ihr sollt nicht enttäuscht werden. Ich werde aber eigentlich mehr über die Tribute von Panem reden mit euch als über Jesus. Wir reden über Armut, über Reichtum, über Flüchtlinge, über Meinungsfreiheit und über die WordPress-Community. Das ist so ganz grob mein Fahrplan. Ich bin Franziskaner. Franziskaner heißt, wir sind einer der größten katholischen Orden weltweit, eigentlich so ziemlich in jedem Land vertreten. Wir sind so knapp 20.000 weltweit, also eine global umfassende Bruderschaft. Wir sind ein katholischer Orden und wir folgen dem Ideal des heiligen Franziskus. Franziskus war ein Mann, der hat vor 800 Jahren im Mittelalter in Assisi in Italien, Mittelitalien gelebt. Und Franziskus ist eigentlich einer der bekanntesten Heiligen. Er ist auch über die katholische Kirche hinaus sehr bekannt und geschätzt. Franziskus hat für sich selbst die Armut gewählt. Er war ein reicher Kaufmannssohn, hatte die Welt des Mittelalters, des neu entstehenden Bürgertums offen. Er war Playboy-Gigolo so in seiner Jugendzeit und hat sich dann aber aufgrund diverser Umstände, wo wir heute nicht drauf eingehen, dazu hören wir dann später, nächstes Mal was, hat er sich dazu entschieden, arm zu sein und mit den Armen zu leben und die Option für die Armen zu ergreifen. Das heißt, an der Seite der Menschen zu stehen, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen wurden. Das ist heute auch noch, ich sag mal so, unser Charisma der Franziskaner, bei den Menschen am Rande der Gesellschaft zu stehen und nicht im katholischen Mainstream mitzuschwimmen. Franziskus, neben der Liebe zu den Armen und dieser Tatsache, dass er sich selbst arm gemacht hat, alles verschenkt hat, so funktioniert es übrigens heute noch. Als ich in Orden eingetreten bin, habe ich meine Firma aufgelöst. Ich bin PR-Berater von Beruf. Habe ich meine Firma aufgelöst, habe meine Wohnung abgegeben, habe meine Wohnungseinrichtung verschenkt, habe mein Auto verkauft, habe das Geld hergegeben und habe mich selber arm gemacht. Das heißt, ich persönlich habe keinen Privatbesitz. Alles, was ich besitze, habe ich sozusagen geliehen bekommen von meinem Orden zur Verfügung gestellt, dass ich durch den Alltag komme. Franziskus hat noch was Besonderes gemacht in seinem Leben, wie schon gesagt, außer sich arm zu machen. Er war beim Kreuzzug dabei. Er ging mit dem Kreuzfahrer her 1219 nach Ägypten in Damiet, um gegen die Sarazenen was zu machen.
Also natürlich nicht als Krieger ins Feld zu ziehen, sondern seine Mission war, die christlichen Soldaten, die christlichen Krieger immer wieder daran zu erinnern, dass sie Christen sind. Das heißt, er hat die aufgefordert, eigentlich nicht zu kämpfen und keine Gräueltaten zu begehen. Er war da nicht sonderlich willkommen in diesem christlichen Heerfahrerlager, die haben den alle für einen Spinner gehalten. Und deshalb dachte er sich, naja gut, dann probiere ich es mal auf der anderen Seite. Und dann ist er übers Schlachtfeld bei Nacht und Nebel rüber und hat mal so die Sarazenen besucht. Also die Sarazenen, das sind so die Vorläufer der Muslime. Ne? Das war so damals die große Armee der Sarazenen, die das Heilige Land verteidigt hat gegen die Kreuzritter der Katholiken. Auf jeden Fall ging Franziskus rüber und hat mit dem Sultan geredet. Das heißt, der wurde nicht abgeschlachtet, sondern die Leute, die Sarazenen, waren selber neugierig, was kommt denn jetzt da für einer aus dem christlichen Lager zu uns rüber? Und die waren recht neugierig auf den. Der Franziskus hat sich mit dem Sultan unterhalten, was ganz Besonderes war, weil damals waren die Sarazenen, also die Muslems, die waren aus katholischer Sicht Teufelsanbeter. Es wurde nicht verhandelt, es gab damals keine Verhandlungen. Die Sarazenen, der Sultan hatte sogar angeboten, dem christlichen Heer Jerusalem zu übergeben. Der wollte mit denen reden, das wollten sie nicht, weil mit Teufelsanbeter reden wir nicht. Und der Franziskus, der war so offen und hat gesagt, ich bin mal neugierig und geh mal gucken, was sind es denn für Leute? Und er kam wieder zurück. Das heißt, die Sarazenen waren genauso neugierig auf Franziskus wie er auf die Sarazenen. Franziskus hat es jetzt natürlich nicht so als One-Man-Show gemacht, das heißt, Franziskus ist kein Guru, sondern Franziskus ist ein katholischer Heiliger und Franziskus beruft sich natürlich auf das Evangelium und auf Jesus Christus. Und es steht sehr, sehr viel in den Evangelien und in der Bibel, aber einer dieser, ich sag mal, Kernsätze, den man vielleicht rausnehmen könnte, wäre der Satz, also ich zitiere jetzt Jesus Christus, aus dem Markus- und Lukas-Evangelium, wo drin steht, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Dieser Satz kennt ihr vielleicht, es gibt im Deutschen so die Redewendung, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, das habe ich schon als Kind gelernt. Dieser Satz, der kommt natürlich nicht nur bei Jesus vor, sondern das ist ein Satz, der sich eigentlich durch sämtliche Weltanschauungen der letzten 3.500 Jahre durchgezogen hat. Der Satz kommt in ähnlicher Art und Weise in der Schrift der Hindus vor, kommt im Judentum vor. Der Prophet Mohammed hat ihn später nochmal formuliert. Und es geht schlichtweg um die sogenannte goldene Regel. Buddha hat diesen Satz übrigens auch schon formuliert gehabt. Und zwar, er hat so gesagt, der Umkehrschluss. Er hat gesagt, ein Zustand, der nicht angenehm oder erfreulich für mich ist, wie kann ich ihn einem anderen zumuten? Also das ist so, ich sage mal, die goldene Regel ist so die Grundregel der Menschlichkeit. Und es ist eigentlich eine sehr clevere Sache, weil in dem Satz geht es darum, was ich für mich gut finde, das sollte ich auch einem anderen gönnen. Das heißt, wenn ich sage, was habe ich gern in meinem Leben, ich möchte in Sicherheit leben, ich möchte in Freiheit leben, ich möchte es zu Wohlstand bringen, ich möchte Glück haben, ich möchte Gesundheit haben, ich möchte meine Meinung frei äußern können, ja, ich möchte sagen, was mich inspiriert. Dieses Recht der goldenen Regel nach, wie gesagt, die sich durch sämtliche Weltanschauungen durchzieht, muss ich auch dem anderen zusprechen in dem Moment, wo ich es für mich entdecke. Und im Umkehrschluss natürlich das Gleiche, eine Situation, die für mich unangenehm ist, wie kann ich von einem anderen erwarten, dass er sie klaglos durchlebt und sie einfach annimmt? Die goldene Regel, die ist natürlich ein Ideal, ja? Die funktioniert nicht überall. Ich habe jetzt vor kurzem, was heißt vor kurzem, das hat sich so durch die letzten 4 Jahre durchgezogen, einen Film gesehen, 4-Teiler, die Tribute von Panem, Katniss Everdeen. Ich denke, das sagt den meisten was, ich muss es nicht großartig erklären.
Kennt jemand Tribute von Panem gar nicht? Naja, doch ein paar. Na gut, dann erzähle ich euch kurz was drüber. Also das ist so ein, ich sag mal, Science-Fiction-Szenario, in dem die Welt, ich sag mal, existiert in einem großen Gebilde, das nennt sich Panem. Und dieses Panem ist unterteilt in 13 Distrikte. Diese Distrikte, die haben ein Hauptdistrikt, das ist das sogenannte Kapitol. Und dieses Kapitol wird von den anderen Distrikten mit Ressourcen versorgt. Das heißt, dieses Kapitol ist ein Science-Fiction-Szenario, die sind weiterentwickelter als wir, die haben Hologramme, die haben Kampfflugzeuge und so weiter. Die haben eine sehr, sehr hochentwickelte Kultur, auch, ich sag mal, modisch, kulturell, philosophisch, ganz, ganz hochentwickelt. Aber dieses Kapitol lebt von den anderen Distrikten. Das heißt, die anderen Distrikte leben alle in einer relativen Armut im Vergleich zu dem Kapitol. Und die werden bewusst von dem Kapitol arm gehalten und unterdrückt. Das ist so ein Deal zwischen Kapitol und den anderen 12 Distrikten oder 11 Distrikten, dass das Kapitol diesen Distrikten Sicherheit, Ordnung und Stabilität bietet. Aber die Frage ist natürlich für die Menschen in dem Film, zu welchem Preis? Das ist eine, ich empfand es als eine recht düstere Zukunftsvision, aber ich fand es durchaus auch als eine, ja, vielleicht eine Parabel für unsere Gesellschaft, weil ich mich schon manchmal frage, wie viel Wirklichkeit steckt in dieser Geschichte vielleicht auch drin. In unserer aktuellen Welt, in unserem Real Life, gibt es den Begriff Brasilianisierung. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Brasilianisierung stellt schlichtweg die Schere dar, also sprich die Schere zwischen Arm und Reich. Ihr kennt sicherlich diese Metapher, wo man sagt, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Das heißt, die Armen nehmen zu und das, was den Armen genommen wird, fließt zu den Reichen. Das heißt Brasilianisierung, weil die brasilianische Gesellschaft dort leider ein sehr unrühmliches Vorbild ist. Brasilien heißt so im Durchschnitt eine ganz, ganz geringe Mittelschicht, ganz, ganz viele Arme und ein paar wirklich Superreiche, die nur mit Jet und Hubschrauber unterwegs sind. Das heißt, so dieses Bild der Distrikte und des Kapitols von Panem ist da ein Stück weit Wirklichkeit. Momentan ist es so, weltweit, dass ungefähr 20% der Bevölkerung über 80% sämtlicher Ressourcen verfügt. Also ihr kennt ja diese, ich sag mal, ungerechte Verteilung zwischen dem reichen Norden, zwischen Europa, zwischen dem armen Süden, Afrika, Asien, zwischen den Ländern. Selbst innerhalb von Europas ist schon eine sehr, sehr große Ungleichverteilung der Güter. Das bedeutet im Rückschluss, dass sich 80% der Weltbevölkerung mit 20% der Ressourcen zufrieden geben muss. Die Brasilianisierung heißt jetzt aber, dass die Schere auseinandergeht. Also diese Zahl 2080, die war vor 40 Jahren, war die irgendwo mal bei 30-70. Das heißt, diese Zahl hat sich bereits verändert. Es gibt mehr Arme und mehr Superreiche. Das heißt, die Tendenz, die geht weiter von 2080 auf 90-10. Und die Frage ist natürlich, wo können denn die Reichen noch was holen? Na, die Antwort ist relativ einfach. Bei sich selber, bei uns. Weil bei den armen Schluckern, die sowieso nur 20% der Ressourcen haben, das lohnt sich kaum. Die sind schon sehr, sehr verteilt über einen großen Raum. Wo man noch was abschöpfen kann, das heißt einfach, wenn wir uns klar werden, die Reichen werden einfach ein bisschen weniger. Ja, das Kapitol ist im Moment noch zu groß, um wirklich als das Kapitol von Panem, als Distrikt 1 leben zu können. Ja, und deshalb müssen wir noch ein paar rausschmeißen. Das heißt, wir haben auch bei uns einen gewissen Verdrängungswettbewerb, dass die Reichen reicher werden und die Armen zunehmen. In Deutschland, ich war letzte Woche bei einer Diskussion, ich habe das journalistisch begleitet, mit der Andrea Nahles, unserer
Ministerin für Arbeit und Soziales. Und da habe ich die Zahl aufgeschnappt. In Deutschland offiziell 1% der Menschen besitzt 47% sämtlichen Kapitals. Also Kapital bedeutet natürlich Bargeld, bedeutet Häuser, Grundstücke, bedeutet Produktionsanlagen. 1% der Bevölkerung hat 47% der gesamten Güter in Deutschland. Wobei dann ein Einspruch aus dem Publikum kam. Jemand hat dann gesagt, Moment, Moment, das sei in Wirklichkeit sehr viel höher. Das gäbe eine Dunkelziffer, die läge bei über 60% des Kapitals. Die Frau Nahles hatte da keinen großen Einspruch, sondern hat nur so gemeint, ja, die Zahlen, die sind nicht so ganz genau sicher. Warum gibt es so eine Dunkelziffer? Warum wissen wir nicht so viel über die tatsächliche Verteilung, habe ich mich gefragt. Wir wissen sehr viel über die Armen in Deutschland. Wenn in Deutschland jemand arm ist, dann muss er sich ausziehen, dann muss er sich nackt machen. In dem Moment, wo ich zum Staat gehe und Hilfe brauche, möchte der Staat alles über mich erfahren. Und nicht nur über mich, auch über das Einkommen meiner Eltern, über das Einkommen meiner Partner, über das Einkommen meiner Schwester, meiner Geschwister. Ich muss mich nackt machen vor dem Staat. Wenn ich arm bin, kennt mich der Staat. Und wenn mir der Staat dann Hilfe gibt, wir haben einen Sozialstaat, ja, das funktioniert tatsächlich, dass wir ein soziales Netz haben und die armen Menschen aufgreifen. Wenn mir der Staat dann aber Hilfe gibt, weiß der Staat natürlich, wie viel Hilfe er mir gibt, wie viel Wohnungszuschuss ich bekomme, wie viel Geld zum Leben ich bekomme, wie viel sonstige Zuschüsse, Kindergeld, ja, Zuschüsse für Apotheke, Medizin und so weiter. Alles ganz genau dokumentiert. Die Armen sind in Deutschland gläsern. Im Gegensatz zu den Reichen. Über die Reichen weiß man interessanterweise wenig. Wir haben es jetzt vor kurzem erlebt mit diesen Panama Papers, ja, die nicht umsonst hier in Deutschland auch groß diskutiert wurden in den Medien oder immer noch laufen, ja, da wird sich noch einiges tun. Das ist tatsächlich so, dass in Deutschland das statistisch erfasste Einkommen bei monatlich maximal 18.600 Euro liegt. Alles, was ich mehr verdiene als 18.600 Euro, übrigens herzlichen Glückwunsch an alle, die so viel im Monat verdienen, alles, was ich mehr verdiene als 18.600, erscheint nicht in der Statistik. Das heißt, wenn ich jetzt 25.000 verdiene, kreuze ich den höchsten Satz an. Wenn ich als Fußballer 25 Millionen im Jahr verdiene, ja, das sind im Jahr so ungefähr pro Monat 2,2 Millionen oder so, ne, laufe ich immer noch unter maximal 18.000. Das heißt, es wird tatsächlich, der Reichtum in Deutschland wird statistisch nicht gut erfasst. Bei diesen Panama Papers zum Beispiel habe ich vor kurzem gelesen, dass manche Leute gar nicht wissen, wer der Besitzer ihres Hauses ist. Weil dieser Wohnblock, in dem die leben, ja, der läuft über eine Firma, eine Briefkastenfirma in Irland. Und der Einzige, mit dem sie jemals Kontakt hatten, war der Hausmeister bei der Schlüsselübergabe. Der Hausmeister ist aber nicht angestellt von irgendeiner Firma, der arbeitet als Subunternehmer und hat auch nur über die Briefkastenfirma Kontakt. Das heißt, ich weiß tatsächlich, oder es gibt Situationen, gerade in sehr guten Wohnlagen, wo ich tatsächlich nicht nachvollziehen kann, wer besitzt eigentlich dieses Haus, in dem ich lebe. Das heißt, wir haben auch bereits in unserer Gesellschaft so ein Kapitol, ein District One. Das heißt, wir haben eine kleine reiche Elite, wo wir überhaupt nicht richtig übersehen können, wie reich die wirklich sind. Das sind Menschen, die leben, ihr habt den Begriff sicherlich schon gehört, zum Teil in gated communities. Das heißt, die müssen sich einsperren oder die lassen sich nachts freiwillig einsperren, um in Sicherheit zu sein. Weil die grundsätzlich Angst haben, vor allen anderen Leuten bedroht zu werden. Weil die sind selber so wichtig, so VIP und haben so viel Geld, ja, dass es unvorstellbar wäre, in einer normalen Nachbarschaft zu leben. Sondern diese Menschen, die trauen sich nur noch
zu leben in ihrem bewachten Hochsicherheitsbereich. Das Kapitol lässt grüßen. Ein anderes Thema, auf das ich zu sprechen kommen möchte, Flüchtlinge, Flucht. Es gibt weltweit, relativ aktuelle Statistik von 2015, mehr als 60 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. 60 Millionen Menschen Flüchtlinge. Die meisten davon, die sind weit weg von uns. In Südamerika, in Asien, in Afrika. Viele dieser Flüchtlinge sind Binnenflüchtlinge, beispielsweise innerhalb Kolumbiens, innerhalb des Sudans, innerhalb des Kongos. Also Menschen, die einfach von einer Ecke des Landes in die andere fliehen, um dabei Verwandten unterzukommen oder so. Das heißt, es gibt ganz viele Binnenflüchtlingsströme in verschiedenen Ländern. Die meisten Flüchtlinge, die aus ihren Heimatländern fliehen, fliehen in die Nachbarländer. Das heißt, das liegt ja erstmal nahe, ja, möglichst erstmal raus hier einfach, ja, und dann irgendwo im Nachbarland unterkommen. Nachbarland heißt immer, die haben, die sind ähnlich wie wir, ja. Das heißt, die haben vielleicht eine ähnliche Kultur, wir haben vielleicht eine gemeinsame Geschichte, ja. Also wenn ich fliehe, dann fliehe ich erstmal normalerweise ins Nachbarland. Warum fliehen die Menschen aus ihren Staaten? Das ist ja meistens so, dass die Leute jetzt nicht einfach sagen, hey, ich habe jetzt mal Bock, ich mache mal was Neues, ja. Sondern in der Regel steckt ja da eine große Not dahinter, um sein, ja, Leben, seine Existenz komplett aufzugeben und sagen, ich muss hier weg. Gründe für Flucht wären beispielsweise Krieg. Das ist so Grund Nummer eins natürlich. Ja. Also ich persönlich war übrigens der Erste, der die Beine in die Hand nimmt. Ich bin weder Soldat noch Märtyrer. Das heißt, wenn hier ein Krieg ausbrechen würde, ja, also ihr hört es vielleicht an meinem Dialekt, ich komme aus Schwaben. Ja. Es gibt jetzt Landesteile, wo die Schwaben nicht so beliebt sind. Ja. Vor kurzem habe ich mal gehört, in Berlin, ja, müssen wir ein bisschen aufpassen mit dem Dialekt. Das heißt, wenn irgendwann mal der große Schwabenhass ausbricht, ja, und sich alle gegen uns vereinigen, ja, dann wäre ich der Erste, der in die Schweiz geht. Ja. Also das heißt, ich bin kein Held und kein Märtyrer. Und so denke ich, gibt es sehr, sehr viele Menschen, also vielleicht auch gerade hier so in der, ich beschreibe euch mal ganz grob so als Nerd-Community so ein bisschen. Ja. Also ich unterstelle euch einfach mal, ihr seid auch keine Helden, keine Krieger und keine Märtyrer. Im Moment ist es so, ja gut, andere Gründe für die Flucht wäre vielleicht einfach noch, dass die Politik in meinem Staat komplett an die Wand fährt. Das nennt sich dann Fail State. Ja. Das heißt, der Staat, in dem ich aufgewachsen bin, ist durch irgendeine korrupte Elite sowas von... Ja, gegen die Wand, da geht nichts mehr. Es gibt Umweltprobleme, dass ich einfach in meinem Zuhause nicht mehr leben kann, weil es verschmutzt und zerstört wird. Auswirkungen eines Klimawandels, die spürbar werden, die mich aus meinem Zuhause vertreiben. Natürlich auch wirtschaftliche Gründe, die ganzen Gründe beinhalten, dass ich einfach sage, ich bringe es hier auf keinen grünen Zweig mehr. Weder für mich noch für meine Familie, wir müssen hier weg. Die Situation in unserer Nachbarschaft im Nahen Osten, Thema Syrien, Irak, ist vor ein paar Jahren sehr eskaliert. Die Menschen sind geflohen vor einem barbarisch grausamen Regime zum einen und vor einem hocharroganten Diktator auf der anderen Seite. Beide skrupellos, beide archaisch brutal. Die Menschen waren zum Teil aufgerieben zwischen diesen Fronten, je nachdem, wer gerade mal wieder das Land besetzt hielt. Und viele Menschen sind geflohen. Normalerweise in die Nachbarländer, aber manche Leute haben es auch ein bisschen weiter geschafft. Wir befinden uns jetzt an den Grenzen Europas. So, Grenzen Europas. An der Stelle wollte ich jetzt eigentlich, das habe ich jetzt in meiner Tasche liegen lassen, ich wollte euch jetzt hier eigentlich meinen, ich nehme einfach das hier mal so als Platzhalter. Ihr müsst euch vorstellen, das hier wäre so ein rötliches Dokument, das ist mein Reisepass.
Ja, Reisepass, mein persönlicher Reisepass. Da steht drin, ich bin Bürger der Bundesrepublik Deutschland, EU-Pass. Das ist für mich hier meine Eintrittskarte ins Kapitol, meine Eintrittskarte in die erste Welt. Mit diesem Pass kann ich von der Türkei aus mit der Fähre nach Lesbos. Lesbos ist eine Insel, die liegt so ungefähr 10 Kilometer von der Türkei entfernt. Da fährt eine Fähre rüber, mehrmals am Tag, die kostet mich 12 Euro. Türkei, Lesbos, 12 Euro mit der Fähre. Aber nur, wenn ich das Ticket habe, wenn ich den Reisepass habe, wenn ich mich ausweisen kann. Von Lesbos aus komme ich, galt es mir? Nee. Von Lesbos aus komme ich mit dem Flugzeug zur nächstgrößeren europäischen Hauptstadt mit einem kurzen Flug von 45 Minuten zu einem Ticketpreis von 79 Euro. Das heißt, ich kann mal kurz von der Türkei nach Lesbos und von da mit dem Flugzeug nach Athen und da bin ich mitten in Europa und die Welt steht mir auf. Aber nur, wenn ich Kapitolbürger bin. Wenn ich aus den äußeren Distrikten komme, dann bin ich illegal, dann habe ich da keinen Zugang. Das heißt, die einzige Möglichkeit für mich, ins Kapitol zu kommen, ist heimlich, mich da reinzuschmuggeln. Das geht nur bei Nacht und Nebel mit sogenannten Schleppern. Das sind sehr freundliche Leute, die mir ihr Gummiboot zur Verfügung stellen, dass ich die 10 Kilometer da mit dem Hilfsmotor oder vielleicht mit Rudern, ja, mit 35 anderen Leuten eng gepackt in diesem Boot bis nach Lesbos schaffe. Die Überfahrt übrigens, der aktuelle Tagespreis lag noch vor kurzem bei 1.800 Euro pro Nase. Also dann nehme ich doch lieber die Fähre. Viele Leute haben das übrigens nicht nur mit 1.800 Euro bezahlt, sondern auch mit ihrem Leben. Bis September 2015, oder ich sag mal September 2015 bis vor kurzem, ja, September 2015 ist die Sache so ein bisschen übergeschwappt, weil die Leute, die eigentlich ursprünglich ins Nachbarland geflohen waren, sind weitergezogen. Warum? Zum Teil, weil die Menschen schon seit mittlerweile mehreren Jahren, also der Krieg hat ja nicht erst vor 2 Monaten begonnen, sondern der läuft schon je nach Region seit 3 bis 5 Jahren, bereits schon geflohen waren und schon seit 2,5 Jahren in irgendeinem Lager an der türkischen Grenze saßen oder im Libanon. Ja. Der Libanon hat 4 Millionen Einwohner und hat 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Das heißt, jeder Fünfte im Libanon ist ein zugereister Flüchtling. Libanon ist Nachbarland von Syrien. Und die Leute, die haben zum Teil irgendwann auch verständlich gesagt, ich ziehe weiter. Ich möchte noch was machen aus meinem Leben. Zurück geht nicht. Hier sitze ich seit 2 Jahren, lebe in einem Zelt, lebe im Schlamm. Ich habe keine Perspektive für meine Zukunft. Es muss irgendwie weitergehen. Und dann sind die weitergezogen Richtung Europa. Zum Teil hatten die nicht mal sonderlich schöne Lager. Ja. Das heißt, die Zustände, in denen die Menschen gelebt haben, waren jetzt auch nicht unbedingt ideal, um es da wirklich längere Zeit auszuhalten. Wir hatten also im September eine ganz große Bewegung von Flüchtlingen, die plötzlich, ihr habt es alle in den Medien mitbekommen, zu Tausenden, zu Zehntausenden am Tag über die deutsche Grenze kamen und nach Deutschland gekommen sind. Ja. Und das war für uns so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, Moment, hier in der Welt passiert irgendwas. Ja. Das ist natürlich schon lange passiert, aber wir haben es jetzt plötzlich zu spüren bekommen, weil die Leute hier bei uns in Deutschland aufgeschlagen sind. Und im September 2015 hat die Angela Merkel diesen Satz gesagt, wir schaffen das. Es gab damals eine ganz große Willkommenskultur. Ich habe es selber gemerkt, so im kirchlichen Umfeld, in den Gemeinden. Die Leute waren elektrisiert. Die haben gesagt, hey, wir müssen den Leuten helfen. Ja, die haben Kleider gesammelt. Ja, es haben sich bei uns an der Schule Schüler zusammengetan und haben gesagt, hey, wir geben den Leuten Sprachkurse, wir wollen denen irgendwie helfen, hier anzukommen und so. Das war eine ganz, ganz tolle Willkommenskultur. Die Leute wurden offen empfangen. Dann gab es allerdings kurze Zeit später in Deutschland ein politisches Erdbeben. Weil
Es kamen so Sprüche auf wie, das Boot ist voll. Ja, es wurde von einer Flut von Flüchtlingen gesprochen, die uns überschwemmt. Es war plötzlich eine Gefahr. Es waren keine Menschen mehr, die Hilfe brauchen, sondern es war eine Gefahr, die uns bedroht. Ein paar Monate später hat die Politik dann auch natürlich reagiert. Das heißt, wir haben das eine Weile ausgehalten, diese wir schaffen das Parole. Aber dann wurde die sogenannte Realpolitik gemacht und die Balkanroute gesperrt. Und die Menschen saßen irgendwo fest. Stichwort Idomeni. Idomeni wird in manchen Schlagzeilen benannt als die Schande Europas. Erst letzte Woche waren Bilder, wie die Leute mit Tränengasgranaten beschossen wurden, als sie probiert haben, über die Grenze zu kommen. Unser Innenminister Thomas de Maizière hat gesagt, wir müssen diese Bilder aushalten. Also er hat uns eingeladen, unsere Empathie doch mal bitte zur Seite zu legen. Ja, wir müssen das jetzt aushalten. Wenn wir das nicht aushalten, dann funktioniert das nicht. Naja gut, es gab ein neues System, es gab Zäune, es gab Verhandlungen mit der Türkei. Was ja gar nicht so schlecht ist, dass wir jetzt sagen, okay, wir wollen, dass die Menschen in der Türkei gut leben können, in den Lagern. Viele Leute wollen ja auch gar nicht weiter. In dem Moment, wo die in diesen Lagern auch gut leben können und gut versorgt sind, sind viele Leute ja eigentlich schon zufrieden. Genauso im Libanon. Das heißt, in dem Moment, wo wir diesen Staaten Hilfe zusagen, helfen wir ja den Menschen dort. Und natürlich dämmt das die Weiterreiselust so des einen oder anderen Flüchtlings dann ein, wenn er sagt, hey, dann bleiben wir hier. Diese Flüchtlingslager wurden mittlerweile so Internierungslagern, das heißt, die Menschen, die in einem Flüchtlingslager stranden, stranden dort, die dürfen nicht mehr raus. Die sitzen da fest. Das war noch bis vor kurzem anders. Mein Bruder, also mein leiblicher Bruder, arbeitet bei Ärzte ohne Grenzen, ist im Moment auf Lesbos und Ärzte ohne Grenzen, die packen gerade ihre Koffer ein auf Lesbos und in Griechenland, weil sie grundsätzlich nicht in Internierungslager arbeiten. Ja, die arbeiten weltweit in vielen Flüchtlingslagern, aber nicht in Internierungslagern. Und deshalb Ärzte ohne Grenzen zieht sich gerade raus von ihrer Hilfe. Und Ärzte ohne Grenzen, hat mir mein Bruder erzählt, bedauert es total, eben auch, dass es zu dieser Situation kam, weil die normalerweise immer so ein moralisches Druckmittel auch haben, um zu sagen, wir aus der westlichen Welt haben gewisse moralische Standards. Und wenn die jetzt in den Sudan beispielsweise gehen und im Sudan in Afrika ein Flüchtlingscamp aufbauen, dann reden die dort mit der Regierung und probieren gewisse Standards einfach durchzusetzen. Mein Bruder sagt, Ärzte ohne Grenzen hat jetzt im Moment ein Rechtfertigungsproblem in Verhandlungen mit solchen Regimen wie im Sudan, weil die natürlich sagen, hier Europa, kehr mal vor deiner eigenen Tür. Was willst du uns, was über unseren Umgang mit unseren sudanesischen Flüchtlingen erzählen? Guck doch mal, wie es bei euch aussieht. Das heißt, wir hatten sehr viele Flüchtlinge bei uns und die Menschen haben gesagt, das Boot ist voll. So, wenn ich jetzt mal grob im Saal gucke, ich möchte ein kleines Verhältnis mal mit euch machen. Grob im Saal, ich würde mal sagen, wir sind hier 150 Leute. Oder Stefan, was meinst du? Was würdest du schätzen? 200? Okay, dann darf ich euch vier Rote da vorne. Genau, ihr vier. Kommt ihr mal hier bitte vor zu mir auf die Bühne. So, herzlichen Applaus für unsere Flüchtlinge. Das ist jetzt ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, aber es stimmt statistisch tatsächlich, dass diese vier hier, die repräsentieren 2 Millionen Flüchtlinge bei 80 Millionen Einwohnern. Also wir sind Deutschland, diese vier hier sind die Flüchtlinge. Ein Riesenproblem für uns. Ja, wenn wir um 12 nachher zum Buffet rausgehen, ja, jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wie soll man die noch mit durchfüttern? Ja, oder wenn die hier kommen, die ruinieren unsere Kultur.
wie die angezogen sind. Ja? Was für Haare die haben. Ja? Welche Sprache die sprechen. Und dann bringen die noch Gadgets mit hier. Ja? Nein, also ihr merkt, ich ziehe das ein bisschen ins Lächerliche. Danke, ihr dürft euch wieder setzen. Dankeschön. Aber das ist natürlich tatsächlich ein Stück weit sehr, sehr absurd, diese Diskussion. Da wird sehr, sehr schrill geschrien. Und wie gesagt, nehmt euch den Libanon zum Vergleich. 4:1. Diese Integration dieser Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind, die funktioniert im Großen und Ganzen übrigens sehr, sehr gut. Ich habe mit einer Freundin vor kurzem geredet, die wohnt in Unterhaching, ein Stadtteil von München. Die hat erzählt, sie sind 22.500 Einwohner in Unterhaching und sie haben 500 Flüchtlinge, die dort leben. Das entspricht übrigens so ziemlich genau 2%. Das heißt, die Regierung, unser Staat, bemüht sich tatsächlich, diese Flüchtlinge gut zu verteilen. Ungefähr die Hälfte dieser Flüchtlinge lebt noch in einer sogenannten Winterunterkunft. Naja, es wird jetzt Frühjahr, das wird jetzt sich demnächst ändern, schätze ich mal. Die andere Hälfte ist bereits verteilt auf Wohnungen, auf Wohnblocks. Ja. Wir dürfen gesellschaftlich nicht in Gefahr machen, diese Leute zu ghettoisieren. Weil in dem Moment, wo wir Ghettos schaffen, schaffen wir ja, Gefahrenzonen, schaffen wir Subkulturen, schaffen wir No-Go-Areas, wo sich nicht mal mehr die Polizei reintraut, ja, schaffen wir ein, ja, da können die Leute unterkommen und können 2 Jahre lang hausen, wie sie wollen, ja, das wird unserer Gesellschaft nicht gut tun. Das heißt, die Idee natürlich, die auch Angela Merkel von vornherein hatte mit ihrem Slogan, wir schaffen das. Ich mache übrigens keine Werbung für Angela Merkel, ich habe die noch nie gewählt, ja? Nicht, dass ihr irgendwie falsche Vorstellungen habt. Aber ich fand die Grundhaltung von ihr, die fand ich sehr bemerkenswert. Wenn jetzt natürlich wir solche Ghettos haben, wie in manchen Städten, wo wirklich viele Flüchtlinge zusammengepfercht sind, dann müsst ihr euch vorstellen, das sind, nehmen wir mal nur eine kleine Gruppe, 80 Leute, die in einer Turnhalle leben. 80 perspektivlose junge Männer, die den ganzen Tag nichts zu tun haben. Selbstverständlich ist das ein gewisses Gefahrenpotenzial. Ja. Also neulich in einer Diskussion hat mir jemand gesagt, eine Frau hat gesagt, sie hat eine 15-jährige Tochter, ja, und sie haben eben bei sich am Ort so eine Massenunterkunft, ja, wo sie sagt, also ihre Tochter nimmt einen anderen Weg, die läuft nicht mehr an der Turnhalle vorbei. Ja. Das ist ihr viel zu gefährlich. Da würde ich sagen, ja, selbstverständlich. Ja. Wobei ich persönlich muss sagen, schon so manche Gruppen von jungen deutschen Männern, die offensichtlich den ganzen Tag nichts zu tun haben und mit 5 bis 10 Mann irgendwo an der Bushaltestelle rumlungern, ja, da wechsle ich auch die Straßenseite. Das heißt, das Problem sind nicht, dass es arabische Flüchtlinge vielleicht sind, sondern das Problem ist einfach strukturell, dass diese Menschen keine Chance haben, in die Gesellschaft integriert zu werden, wenn wir das nicht wollen. Und das heißt, diese Sache, das ist eine Frage von Home but Shelter. Das ist so ein Schlagwort. Das heißt einfach, den Menschen, den Flüchtlingen, ein Zuhause zu geben und nicht nur einfach eine Notunterkunft. Was durch Dank der vielen Helfer übrigens im Großen und Ganzen sehr, sehr gut bei uns funktioniert. Ich habe zum Abschluss jetzt noch 2 Gedanken. Wo ist eigentlich mein Mann mit der Tafel? Hier, genau. Ich dachte, so langsam müsste ich doch mal eine Tafel sehen. Dankeschön. Ich habe zum Abschluss, hast du das schon jetzt länger hochgehalten? Nein. Okay. Ich habe zum Abschluss noch 2 Gedanken. Der erste Gedanke betrifft den Sprachgebrauch. Ich habe in der Süddeutschen ein Interview gelesen mit der Linguistin Elisabeth Wehling von der Universität Berkeley, sie selber ist deutsch, wo sie über den Sprachgebrauch in der momentanen Flüchtlingssituation sich Gedanken gemacht hat. Und zwar in dem Moment, wo wir von einer Flut reden, also sie hat so dieses Wasserbild benutzt, was ja in den Medien auch benutzt wurde. Eine Flut von Flüchtlingen kommt auf uns zu. Ein Flüchtlingsstrom. Ja. Die Flüchtlinge branden an die Außengrenzen Europas. Ja.
Allein dieses Bild der Flut und des Wassers, ja, ist ganz, ganz schwierig für eine Diskussion. Weil nämlich niemand will die Flut bei sich haben. Ja. Also wir gehen ja nicht hin und sagen, wie können wir das Wasser gerecht auf die Kellerräume verteilen. Ja. Das wäre ja absoluter Schwachsinn. Sondern wir, das Wasser wollen wir gar nicht aufnehmen. Ja. Sondern wir wollen uns schützen vor dem Wasser. In dem Moment, wo wir dieses Bild des Flüchtlingsstroms und der Flüchtlingsflut benutzen, bauen wir eine Gefahr auf für uns. Und wir sind die Opfer. Wir müssen uns verteidigen. Und in dieser Situation braucht es Helden. Es braucht starke Männer, die sich trauen, einen Damm zu bauen. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank. Viktor Orban, ja, war einer der wenigen mutigen Männer, die den Damm gebaut haben, um uns vor dem Wasser zu schützen. Ihr merkt natürlich, es ist ein bisschen Quatsch, aber ich möchte im Prinzip nur darauf raus, dass unser Sprachgebrauch schon eine Stimmung vordefiniert. Also ich habe jetzt bisher auch probiert, in meiner bisherigen Keynote nicht von Flüchtlingsflut und den Strömen zu reden, sondern die Dinge ein bisschen anders zu benennen. Weil in dem Moment, wo ich beispielsweise auch nicht mehr von Obergrenzen spreche, sondern von Untergrenzen, ja, fragen wir uns nicht mehr, wie viele Leute können wir eigentlich aufnehmen, bis das Boot voll ist, sondern wenn ich von der Untergrenze spreche, dann müssen wir uns vielleicht überlegen, wie viele Leute müssten wir denn aufnehmen, um das Problem zu bewältigen. So, eine zweite Anmerkung, die ich zum Schluss noch habe, die stammt von Sascha Lobo, kennt ihr sicherlich auch, bekannter Netzaktivist. Der hat in einer Kolumne mal geschrieben, je dümmer, desto Social Media. Und zwar bezieht er sich da auf eine Statistik der OECD, die tatsächlich herausgefunden hat, dass der Social Media Benutzer in den Ländern der OECD gebildeter ist als der Bevölkerungsdurchschnitt. Das heißt, die Social Media Nutzer sind in der Regel High Potentials, das sind Gutbürgerliche, das sind Akademiker, das sind Leute, die, ich sag mal, im Leben stehen. Ausnahme in dieser Statistik war Deutschland. Das heißt, in Deutschland, knallhart gesagt und ein bisschen polemisch, muss ich zugeben, der Social Media Nutzer ist ungebildeter als der Bevölkerungsdurchschnitt. Ja, Sascha Lobo spitzt es zu in dem Satz, je dümmer, desto Social Media. Tatsächlich geben ihm die Zahlen aber recht. Die AfD und die NPD sind die Parteien mit den meisten Facebook-Likes. Ja, die haben mehr Likes auf Facebook und Freunde, oder wie sich das nennt. Ja, da wisst ihr besser Bescheid als ich. Ich mache das nur so ein bisschen rudimentär. Die haben mehr Freunde und Follower als alle anderen etablierten Parteien in Deutschland zusammen. Der Stefan hat es gerade schon angeschnitten. War die 5 schon da? Nein, kommt gleich. Der Stefan hat es gerade schon angeschnitten. Ich habe noch 3 Zettel. Ja, also wir sind super in der Zeit. Der Stefan hat es gerade schon angeschnitten. WordPress, aber das wisst ihr, ist aus der Blogger-Szene entstanden. Und ich denke, es gibt sicherlich auch noch, außer den Webentwicklern, die jetzt alle auf WordPress aufgesprungen sind, sicherlich noch viele Leute, die WordPress als ihre Blog-Plattform benutzen. Können wir mal vielleicht mal eine kurze Umfrage, wer bloggt hier im Saal? Ja, gut, machen wir da schon eine ganze Menge dabei. Blogger. Wenn ich Blogger höre, dann assoziiere ich das mit engagierten Menschen und im weltweiten Umfeld mit sehr mutigen Menschen. Weil Blogger, das sind Menschen, die sich für eine Meinung einsetzen. Blogger, es ist für mich, hat eine ganz andere Assoziation wie zum Beispiel Trolle. Ne? Die Trolle, die treffen wir im Internet genauso. Aber die Blogger, die sind Menschen, die in ganzen Sätzen reden, ja, vielleicht sogar noch auf Rechtschreibung achten, vernünftige Argumentationsketten bilden. Im Gegensatz zum herkömmlichen Troll, der einfach nur seine Stammtischmeinung rausposaunt, ja, und andere ärgert und andere beleidigt.
Das heißt, also vor Bloggern habe ich wirklich sehr viel Respekt. Ich möchte einen Namen nennen, Raif Badawi, sagt euch vielleicht was, saudi-arabischer Blogger, der im Knast sitzt, wurde zu 10 Jahren und 1000 Peitschenhieben verurteilt. In Saudi-Arabien, die haben es mit der Meinungsfreiheit nicht so ganz. Das sind übrigens unsere assoziierten Partner im Nahen Osten, ja, denen wir regelmäßig Waffen liefern und die wir unterstützen, sind unsere Freunde. Also dieser Raif Badawi sitzt dort im Gefängnis. Die ersten, ich weiß nicht, 150 Peitschenhiebe hat er schon bekommen. Das geht ihm, glaube ich, sehr schlecht. Das Verbrechen von Raif war, er hat in seinem Blog im Internet den Islam beleidigt. Und was hat er da gemacht? Er hat was ganz Krasses behauptet. Er hat nämlich gesagt, die Muslime, die Christen, die Juden und die Atheisten, die wären gleichwertig. Steile These, oder? Er ist übrigens aufgrund eines Antiterrorgesetzes inhaftiert worden. Das heißt, seine Meinungsäußerung, die ich hier genau so unterstreichen würde, ja, natürlich hat er recht, natürlich sind wir gleichwertig, das ist doch gar keine Diskussion. Ja. Aber in Saudi-Arabien gibt es für den Block 10 Jahre und 1000 Peitschenhiebe. Als ich hier zugesagt habe, die Keynote zu sprechen, hat mir der Stefan eine Vereinbarung zugeschickt. Die durfte ich unterschreiben. Das sind so ein paar rechtliche Dinge, dass, falls es hier eskaliert und so. Dass dann, unter anderem stand da drin irgendwas von missionarischem Eifer. Ich glaube, allzu missionarisch war ich heute jetzt nicht. Vielleicht ein bisschen eifrig, müsst ihr selber entscheiden. Unter Punkt 2 dieser Vereinbarung stand aber, und ich möchte euch das jetzt gerne mal vorlesen, aber ich denke, das kennt ihr alle, das sind eure Grundregeln. Da stand drin, ich respektiere die Grundsätze von WordPress, des WordPress-Projektes. A. Keine Diskriminierung auf Grundlage von wirtschaftlichem oder sozialem Status, von Rasse, Hautfarbe, ethnischer Herkunft, Nationalität, Glaube, Religion, politischer Überzeugung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Familienstand, Alter oder Behinderung. Keine Diskriminierung. Und B. Keine Anstiftung zu Gewalt oder Förderung von Hass. Und da habe ich mir gedacht, für eine Community, die sich diese Regeln selber gibt und auf die Fahne schreibt, ja, mache ich das sehr, sehr gerne. Ganz zum Schluss noch, kommen wir gleich, ganz zum Schluss noch ein Appell. Dieses Horrorszenario von Panin, ja, wo der Distrikt 1 übrigens am Ende des 4. Filmes fällt. Es gibt eine große militärische... Habe ich was Falsches gesagt? Was? Jo, okay. Ach, ihr kennt es doch gar nicht. Das war aber schon im Kino und das gibt es schon seit einigen Wochen auf DVD und Blu-ray. Naja gut, dann erzähle ich mal noch nichts übers Ende. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Auf jeden Fall, ich sage mal, dieses Panem ist ein Trostszenario, von dem wir in unserer wirklichen Welt, wenn wir mal uns die Mühe machen und den Vorhang heben und hinter die Kulissen gucken, gar nicht so irrsinnig weit davon entfernt sind. Ich möchte appellieren an euch als Internet-Community, als Blogger, als Nerds, als, wie nennt man das, die Menschen, wo einfach im Netz zu Hause sind. Ich möchte euch einfach einladen, euch zu investieren, weiterzumachen, im Internet dabei zu sein, die Gegenrede, ja, das heißt Counterspeech auf blöde Meinungen mit einer guten Meinung zu reagieren, ja, und WordPress nicht nur als Möglichkeit des Spaßes und des Profits zu betrachten, sondern im Prinzip auch solche Gedanken im Hinterkopf zu haben, die die Freiheit und den Frieden in Europa seit 70 Jahren stabilisieren. Und das sind Werte wie
Menschenrechte, wie Solidarität, wie Empathie, ja, dass ihr das einfach, ich sag mal, ich muss nicht großartig was appellieren, ich würde einfach sagen, macht weiter so. Danke.